Hallo, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Hier ist 7up von C4 Live. Ja, ich habe Ihnen den Amiga-Ball auf dem Amiga. Aber ich glaube, es gab auch eine Demo mit diesem Ball hier. Ich zeige ihn euch mal. Der läuft hier auf dem 64 rum. Den hier. Ich glaube, sowas gab es auch mal auf dem Amiga. Ich weiß aber nicht mehr genau. Also falls jemand vielleicht die Demo kennt oder vielleicht noch mehr Demos hat, da gab es ja auch so einen jonglierender Typ da mit den Bällen und so weiter und so fort. Das wäre nett, wenn ihr mir die Links verlinken könntet, weil die hätte ich gerne schon auf dem Amiga. Ja, hier das Laufwerk, das blaue, wo ich hinten blau beleuchtet habe. Sieht gut aus, oder? Kommt gut. Ja, ich muss irgendwann, muss ich mal umbauen. Hier scheppert es ohne Ende, das kommt von dem Subwoofer hier unten. Ich muss mal irgendwann werde ich die Seiten wechseln, weil es hat, glaube ich, keinen Sinn mehr hier. Ich werde dann von dieser Seite hier rüber auf die Seite wechseln und das alles umbauen. Schröder hat heute eine Panikattacke. Seht mal, wie es hier aussieht, wie bei den Schweinen. Den muss ich noch sauber machen heute. Das Futter hier, das ignoriert er, das will er nicht mehr. Frisch Futter gekauft, 5 Euro, alles für ein A. Das mag er gar nicht. Gut, dann weiß ich das auch. Also falls jemand Demos für den Amiga hat oder weiß, wo sie verlinkt sind etc., dann bitte den Link rüber. Ich brauche ein paar Demos hier. Also den Walker-Demo, die habe ich auch schon hier. Die ist ja mega geil. Der Ball natürlich auch ist mega geil, ne? Bum, bum. Und das über den Subwoofer. Bum. Voll die Wallung. Egal. Gut, ich habe jetzt nicht groß was gebastelt hier. Die Boards hängen hier immer noch, seht ihr? Das Laufwerk werde ich rausnehmen. Das hier, was jetzt gerade ein IBE ist, das werde ich wahrscheinlich rausnehmen Ende des Wochenendes. Kommt ins Regal, werde ich. Aber für Dumping gehen wir es nicht her. So, ansonsten, heute gab es nicht arg viel. Ich war heute viel unterwegs. Alter Mann muss auch mittags arbeiten. Ja. Und so lange ist er nicht mehr bis zum Urlaub. Und dann habe ich endlich Urlaub in dem Laden. Gott sei Dank. Dann ist der Stress auch mal ein bisschen, kann man ein bisschen abschalten. So, das war's soweit von 7up von C4NC Live mit seinem Amiga 2000. Mit der 1 GB SSI Festplatte und 80 GB IDE Festplatte als einer Partition. Das ist so ein richtig geiles Teil, inklusive noch dem Fünffachwechsler hier mit Slot-In-Funktion. Dieser Amiga hat schon was. Und 80.010er ist drin, also 80.010 ist drin, damit dieses WHD-Load, habe ich von Markus bekommen damals, dass dieses WHD-Load einwandfrei rausgeht aus den Sachen wieder. Perfekt. Bum, bum. Er scheppert hier im ganzen Haus. Egal, der Nachbar soll was davon haben. Ich habe hier übrigens, glaube ich, noch ein paar. Warte mal, ich mache mich hier mal kurz raus mit Reset hier. So, dann gehen wir mal gucken, wie sie gucken. Man sollte vielleicht aufs richtige Laufwerk wechseln. Das wäre vielleicht eine Option. Guck mal, hier habe ich noch ein. Oh, das ist zu schnell. Hier ist das. Ich habe insgesamt 3 Stück auf dem 64er. Ja, es hat jetzt keine Chiffidos aktiviert im Rechner, es ist jetzt Dolphin-DOS. Und das 1581 ist ja mit Chiffi ausgestattet. Ich glaube, wenn ich da noch eine Dolphin-DOS reinknalle, dann ist Ende Gelände. Ich glaube, dann ist alles zu spät. So, starten wir mal. Ah, das ist ja wohl. Das ist aber kein Unterschied, oder? Guckt euch mal das Gedopse hier an. Ja. Guckt euch mal das hier an. Das hier sind Welten. Das hier sind definitiv Welten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also da wäre mehr möglich gewesen. Das ist eine 0815 Demo, ohne viel Liebe. Ja? Das hätte man besser hinbekommen. Ganz sicher. Gut, gehen wir mal raus. Gehen wir nochmal laden. Was ist das dritte? Da haben wir noch eine Amiga Ball Demo. Gucken wir mal, was da rauskommt. Freunde, da scheppert hier im ganzen Haus. Bumm, bumm.
Seven macht Wallung. Und die Fluppe wieder in der Hand. Ja, ja, so ist er, der Seven. Einen Lautsprecher habe ich übrigens immer noch keinen passenden gefunden. Das ist verdammt schwer, einen 100er Lautsprecher zu bekommen, der gerade 4 cm tief ist. Ich weiß nicht, was das soll. Und dann noch abgeschirmt dazu. Den Monitor da unten habe ich immer noch nicht repariert, da wo das Teil rausgefallen ist. Ich habe noch keine Zeit. Schwer in Action. So, Achtung, Start. Ach, das ist ja noch lebloser, aber der läuft, der wäre es ein bisschen flüssiger. Och, die Töne sind geil. Tipp, 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 tipp. Geil, oder? Nee, also, kommt natürlich nichts gegen das Original hier an. Das ist schon der Hammer hier. Also unter Kickstart 3.1 habe ich probiert hochzufahren und den Ball zu starten. Da ist der Ball ganz, ganz, ganz lahm. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber er ist wirklich lahmarschig. Aber der hier läuft flüssig. Also der ist richtig flüssig. Sehr schön. Guck mal, ah, geil, oder? Das könnt ihr stundenlang angucken. Okay, jetzt Schluss, fertig, aus. Grüße an alle, Grüße an Rudi, Grüße an Markus, Grüße an Alexander, Grüße euch. Das war's mal wieder aus dem C64 Live-Zimmer. Ich mache jetzt wieder Schluss, ist lang, ich muss den Hasen noch sauber machen. Schröder hat auch Rechte hier. Nicht bloß der Hopfenschlotel 7 Up. Und das war's. Und ich melde mich wieder. Ciao, ciao. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage.